Willkommen zu Cities Skylines 2 und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir starten heute eine neue Runde. Der Grund, warum wir erst so spät anfangen und so spät nach dem Release ein neues Let's Play beginnen, liegt daran, dass einerseits eine kleine Krankheit mich ein bisschen zurückgeworfen hatte im Zeitplan und andererseits der Stream und auch ein aktuelles Stream-Projekt, was ich mit euch zusammen auf Twitch aktuell habe, sehr, sehr viel Zeit gekostet hatte und dementsprechend das erst, sag ich mal, beendet werden sollte oder erst anlaufen sollte und jetzt endlich die Zeit da ist, auch mit euch gemeinsam auf YouTube ein exklusives YouTube-Let's Play zu starten. Wir werden noch ein zweites Let's Play machen mit einer vorgefertigten Karte, die wir aktuell auch im Stream benutzen. Das heißt, wenn ihr die Sache im Stream nicht verfolgen könnt, werden wir auch noch ein extra Let's Play quasi separat zu dem Stream-Projekt laufen lassen, auf derselben Karte mit denselben Startbedingungen. Und dann können wir später nachher die Ergebnisse vergleichen, wie ihr im Stream die Karte gestaltet und wie ich die Karte nachher gestalte. Und ich habe die Alerts nicht ausgestellt. An der Stelle also ein Dankeschön an den Karin Asman, habe ich gesehen. Ich hoffe, ich habe es richtig. An der Stelle, ja, falls ihr nicht auf Twitch unterwegs seid oder falls ihr mich bei Twitch noch nicht gefunden habt, schaut gerne vorbei. Ich bin eigentlich immer Montag bis Donnerstag live. Aktuell sehr viel mit Cities Skylines 2, eigentlich fast durchgehend. Und ich würde mich natürlich über ein Follow freuen. Aber ansonsten auch danke, dass ihr hier bei dem Projekt auf YouTube mit dabei seid. So, das heißt für uns an der Stelle, jetzt muss ich einmal kurz schauen, nicht, dass ich dann doch live gegangen wäre, das wäre ein bisschen peinlich. So, wir starten also eine neue Runde und würden erstmal, also welche Karte spielen wir? Wir spielen Zwillingsberge, haben diese Karte bis jetzt terraforming-technisch nicht verändert, das werden wir auf Dauer wahrscheinlich schon. Das bedeutet, wir werden vor allem diese kleine Quelle, die wir hier an dem Berg haben, die so in so einem kleinen Rinnsal hier ins Meer fließt, daraus kann man viel mehr machen. Zum Beispiel einen zweiten Fluss quasi generieren oder einen zweiten Fluss selber anlegen, der dann hier sich durch die Landschaft schlängelt, dann hier so einen Bogen macht und vielleicht dann auch hier in so einem weiten Tal mit ein paar Bergen und so weiter nachher ins Meer fließt, sodass wir hier quasi eine große Fläche nachher aufschütten werden und hier eine eigene kleine Landzunge entwerfen werden. Aber das ist Musik für die Zukunft. Jetzt heißt es erstmal für uns, dass wir mit einem normalen Spiel starten und uns dann hier quasi ein bisschen verwirklichen wollen. Mein erster Plan ist, dass wir hier in dieser Flussbiegung hier eine Art Kleinstadt basteln und mal schauen, wie weit wir mit der Fläche hier kommen. Wir haben, glaube ich, hier fruchtbares Gebiet, wo wir dann nachher ein paar Felder und so ein paar Dörfer hereinsetzen wollen. Also ich möchte gar nicht eine große, gewaltige Stadt bauen, sondern eher ein Gebiet, sag ich mal, aufbauen, das nachher schön aussieht. So, es ist eher ein Schönbauprojekt, als wirklich zu sagen, hey, ich möchte jetzt hier eine Millionenstadt draufzimmern. Das werden wir bei dem anderen Projekt schaffen. Da werden wir versuchen, die Einwohnerzahl so hoch wie möglich zu treiben und zu schauen, okay, was hält mein System aus mit meiner Hardware? Wie weit können wir gehen und wie viele Einwohner können wir erreichen? Genau, also quasi, vielleicht schaffen wir die Millionen. Ich habe keine Ahnung, wo da die Grenze ist, leistungstechnisch oder generell spieltechnisch die Grenze ist. Ja, das heißt, das wird ein Schönbauprojekt. Das heißt, hier wird es nicht darum gehen, eine Riesenstadt zu zimmern, sondern eher diesem Landstrich quasi einem gewissen Hauch aufzudrücken und dann vielleicht später eine größere Stadt hier in der Ecke nachher zu bauen, wenn wir das nachher aufgeschifft haben und so weiter. Vielleicht haben wir dann nachher hier so eine schöne Ecke, wo wir dann wirklich eine größere Stadt reinzimmern können, die so ein bisschen über diese Landzunge geht oder sowas. Mal gucken. Wird sich alles zeigen. Ich würde mal sagen, wir beginnen einfach und versuchen erstmal, ist ein bisschen am Lecken gerade hier, diese Straße mit der Straße da oben erstmal zu verbinden. Bin auch geneigt, quasi diese Autobahn hier etwas früher zusammenzulegen. Die Straßen erstmal hier wegzunehmen und anhand der Höhenlinie zu schauen, wo wir hier vielleicht eine Art Umgehungsstraße langziehen können. Mal gucken. Gehen wir erstmal in den Straßenbau rein und schnappen uns die Geschichte, würde ich sagen, dass wir hier versuchen hochzukommen und dann, hier haben wir eine einigermaßen gerade Fläche sogar. Können wir ja schon am Anfang ein bisschen terraformen? Ja, können wir sogar. Würde ich sagen, nutzen wir doch die Möglichkeit hier, versuchen hier eine einigermaßen ebene Fläche hinzubekommen.
Wenn ihr Fragen zum Terraforming habt oder generell zum Spiel, immer raus damit. Wie gesagt, ich habe jetzt schon einigermaßen viel geterraformt und kenne mich mit den Tools sehr, sehr gut aus und kann dann bestimmt den einen oder anderen Tipp geben. Auch, sage ich mal, was so ein paar Kniffe angeht. Wir haben so ein paar Stufenstädte gebaut und so weiter. Aber dazu später mehr, beziehungsweise zu einem anderen Zeitpunkt werde ich dann so ein bisschen mein Baukönnen, sage ich mal, mein Terraforming-Können euch mal ein bisschen zeigen. Wenn ihr dann dazu Fragen habt, dann immer her damit. So, wir werden erstmal hier eine gerade Fläche, so eine Art Ebene schaffen. Werden dann später vielleicht nochmal den einen oder anderen Hügel hier einziehen, aber erstmal für den Beginn schaffen wir doch erstmal hier eine ebene Fläche. Gleiches gilt hier vorne mit der Kante. Ziehen hier so ein bisschen lang hier. So, diese Kante hier vorne können wir mit dem Tool immer ganz gut tuschieren. So. Da müssen wir jetzt nicht zwanghaft diese Kante halt behalten. Das ist nachher nicht so toll aus. So, gleiches gilt natürlich auch hier oben mit dem Bereich. Wenn wir jetzt hier oben so einen Hügel drunter haben, könnten wir uns überlegen, ob wir den hier so leicht seitwärts runterlaufen lassen und hier dann doch eine etwas härtere Kante drin haben. Müssen aber auch irgendwie in den Fluss aufpassen, weil der Fluss natürlich auch eine gewisse Höhe hat. Und dann sieht das nachher auch komisch aus. Also, würde ich mal sagen, ist das so das höchste der Gefühle, wo wir so ein bisschen aktiv versuchen, die Kante hier einspielen. Da ist auch schon die Flussebene. Ah, wir sind da schon sehr nah an der Kante dran, wo ich sage, ah, das könnte hier zur Überschwemmung führen, wenn wir dann noch weiter rangehen. Müssen so ein bisschen aufpassen. Könnte schon sein, dass wir da einen Mühe zu viel haben. Deswegen werde ich mal eben präventiv hier so ein bisschen die Kante wieder rausziehen und wir hier spielerisch eine Art kleinen Damm ziehen. So. Müssen ja hier nicht riskieren, dass wir nachher die halbe Ebene überfluten, nur weil wir etwas zu flach abgekanzelt haben, das Ganze. Das wäre sonst sehr ärgerlich und unnötig. So. Viel besser. Ich würde auch sagen, dass wir die Kante hier vorne dann wieder ein bisschen abflachen können, sodass dann ein bisschen normaler aussieht und nicht so vorgezogen. So vielleicht. Ja, okay. Bleiben wir dabei. Das sieht gut aus. Entschuldigung. Ich werde in Zukunft probieren, meine Huster. Ich bin aktuell noch ein bisschen angeschlagen. Das war der Grund, warum mein Projekt erst so spät starten konnte. Ich versuche, meine Huster so gut es geht rauszuziehen oder rauszunehmen. Kriegen wir die beiden so einfach verbunden? Ja, das wäre ein Träumchen, wenn wir das so hinkriegen würden. Aber dann bleibt es so dabei. Das heißt, wir haben leider auch noch keine Schnellstraßen. Wir müssen dann erstmal auf diese Straße zurückgreifen. Was für den Start dann erstmal okay ist. Wir müssen dann erstmal hier so ein bisschen hochgreifen. Und dann die Straßen jeweils einmal mit der passenden Verbindung quasi aufgreifen. Für den Anfang reicht das erstmal. Jetzt haben wir hier wohl Zebrastreifen drin, aber ich hoffe da mal, dass das jetzt kein großes Problem darstellen sollte. Wir haben ja noch nicht die Möglichkeit, die Zebrastreifen wieder zu entfernen. Das kommt erst mit der Zeit. Dementsprechend müssen wir aktuell dann erstmal damit leben. So, neigen wir dem Ganzen mal schon mal. Wir probieren mal an dem Wald hier quasi dran vorbeizukommen. Na, leichten Biegung. Dass nicht zu clean aussieht alles. Wir wollen hier quasi so einen alten Pfad quasi simulieren. Und dann der Seite dann einmal hier hoch. Jetzt probieren wir mal bei einer geringen Steigung von 4-5% zu bleiben und nicht viel höher zu gehen. Sowas. Den Weg hier vorne können wir auch ein bisschen stutzen. Und zu viel leider. Aber nicht so viel Spielraum gleich.
um dann noch die Kurve ordentlich zu Ende zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ihn haben, dann sieht die Kurve sehr hart aus. Das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, ich muss mal kurz hier einen Cut reinsetzen, kann dann die Seite abreißen. Damit muss ich nicht die gesamte Kurve wieder abreißen. Aber jetzt kann ich zum Beispiel auf 180 Grad achten und die hier so dran setzen. Jetzt habe ich hier quasi die Landstraße, die dran vorbeigeht. Und hier vorne probiere ich dann mein Dorf reinzusetzen, beziehungsweise die Stadt reinzusetzen. Und wir probieren das mal so als Altstadt zu bauen. Als kleine Altstadt zu bauen. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, einen Teil des Flusses abzuzweigen und mehr oder weniger so als alten Bach oder als alte Mauer, wie der richtige Begriff gerade, fällt mir gleich bestimmt wieder ein, dass wir das als alte Stadtgraben, so, als alten Graben quasi nutzen können. Und zwar, wenn wir eine Kante haben, wir brauchen dann hier mit Rechtsklick können wir die Ebene einfrieren, also wir nehmen hier den Terrainabgleicher, rechte Maustaste haben wir die Ebene, jetzt kann ich die Ebene hier rüberziehen. Und wenn ich jetzt mir hier so eine Kante hinzauber, genau so eine, also so mehrere Ebenenunterschiedkante, so eine richtig harte Kante, dann können wir diese harte Kante gleich verwenden und da eine Straße drüber ziehen, die auf der einen Seite aussieht, als wäre es eine Mauer. Haben wir schon wieder den. Wir lassen den mal weiterlaufen. Wollen wir noch aktuell nicht haben. Also die ersten paar Folgen werden jetzt wahrscheinlich am Anfang erstmal darum gehen, dass wir hier unsere Anfangsstadt bauen. Jetzt gilt es darauf, dass wir auf der obersten Linie bleiben, also auf der obersten Ebene bleiben. Also nicht weiter rausrücken, sondern immer hier auf der obersten Linie bleiben mit dem weißen Punkt. Aber an der Kante entlang wollen wir. Das heißt, wir gehen mal hier tief runter, ziehen aber dann wieder hier hoch und hoffe mal, dass es von der Ebene bleibt. Zack. So, jetzt haben wir hier so eine Art Steinmauer, so eine Art Keimauer erzeugt. Das haben wir nur, wenn wir hier an so einer Kante bauen. Wenn wir immer auf der obersten Linie bleiben, dann bleibt die auch gerade, hat die nachher keine Welle drin. Das heißt, jetzt ebnen wir die hier richtig schön ein. Ich empfehle nur die zweite, ne, an existierenden Geometrien einrasten machen. Damit haben wir immer die Möglichkeit, hier diesen Punkt einzurasten und dann suchen wir uns, ne, mit der einfachen Kurve nehmen wir dann, suchen uns dann einen Punkt aus, an dem wir uns schlängeln wollen und ziehen ihn dann quasi hier wieder auf der obersten Linie entlang. So. Haben wir da leider eine Stelle, die abgesackt ist, das sehen wir auch direkt hier mit der Höhenlinie, das heißt, da sind wir etwas zu weit rausgegangen, das heißt, diesmal müssen wir ein bisschen weiter, ein bisschen vorsichtiger sein, so, und jetzt so bleiben wir. Jetzt haben wir auch keine Delle drin und so weiter. So bleiben wir auf einer schönen Ebene und werden hier probieren, eine Art Altstadt zu simulieren, indem wir rein theoretisch diese Stadtkante weiterführen. Wir müssen jetzt rein theoretisch mal nochmal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen weiter das ziehen. Je nachdem, wie groß wir diese Altstadt ziehen möchten, wäre es halt wichtig. Vielleicht müssen wir den nochmal entfernen hier. Wie weit wir diese Altstadt hier an die Mauer ziehen möchten. Wo es denn dann endet, beziehungsweise auch, wo wir diesen Bach einsetzen wollen. Wenn wir nämlich hier so einen kleinen Bach haben möchten, dann müssen wir das auch wieder mit denen machen. Gehen wir jetzt runter auf 30, ja, vielleicht sogar auf 20 und sagen jetzt, okay, alles klar, der Fluss setzt hier an. So, und wir holen uns also diese Ebene, also unterhalb der schwarzen Linie und sagen halt, zack, ich möchte jetzt diese schwarze Linie jetzt hier mehr oder weniger als eine Art Bach reinziehen, mit dem ich quasi oder womit ich eine Art alten Burggraben, Stadtgraben, wie auch immer, simuliere. Ne? Mit so einem Einfall hier. Gucken, ob wir das noch ein bisschen schöner hinkriegen. Und jetzt einfach mal vom Gefühl her sagen, alles klar, das soll so ein bisschen hierher ziehen, hierher so eine Art länglich gezogen und hier wieder abfallen. So, das haben wir dann, das ist dann Teil der Altstadt, die wird nachher anders strukturiert werden, wie dann der Teil davor, der so ein bisschen als Neustadt dient oder sowas, ne, also außerhalb des Bachs oder sowas, dieses Flusses. So, dass das hier quasi dann die Altstadt ist.
kommt hier auch dann der Fluss wieder raus. Ne? Wir haben einen großen Höhenunterschied zwischen den beiden. Das heißt auch, wenn wir, wir können das jetzt nicht einfach so stärker noch abflachen, weil das sieht dann nachher sehr, sehr bescheiden aus. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch hier nochmal sagen, hä, nehmen wir die Tiefe nochmal und wir nehmen die Tiefe nochmal, oh, wir nehmen die Tiefe hier nochmal so. Und das müssen wir gleich nochmal richtig in schön machen, weil diese harten Kanten und so weiter, das ist deutlich zu viel. Das heißt, wir wollen dann hier einfach nur noch, dass der hier reinfällt eigentlich. Und das können wir so ein bisschen abkanzeln hier. Und das auch. Das wollen wir eigentlich alles, dass das hier noch flach bleibt. Dass wir hier so eine Art Kuhle erzeugt haben, wo dann der Bach nachher reinläuft. Möglichst unkompliziert, sage ich mal, auf der Ebene. Und dass er dann hier runterläuft. Und nicht irgendwo sonst wo hinläuft. So, die Bäume in diesem Bach wollen wir natürlich nicht haben. Die dürfen wir entfernen. Die werden uns nachher noch stören. Das, was wir jetzt aber für die Möglichkeit haben, ist, wir haben jetzt auch hier eine Kante. An dieser Kante können wir zum Beispiel auch wieder diese Straße dran setzen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch auf der Seite eine Art kleine Stadtmauer zu ziehen. Wir könnten die rein theoretisch auch höher ziehen, aber dann haben wir das Problem, dass wir dann nachher halt eine sehr breite Straße haben, die wir dann, also eine richtige Stadtmauer wollen wir eigentlich nicht mehr haben, sondern einfach nur noch die ehemalige Stadtbegrenzung. Dann glaube ich, deutlich schöner aus, wenn wir die dann, sage ich mal, so integrieren auf der Seite der Stadt. So. Ah, da ist eine Welle drin, das wollen wir nicht. Das soll nicht sein. Wir lieber auch den nochmal abziehen. Da sind wir ein bisschen zu steil gewesen. Da sagen wir jetzt so. Zack. 180 Grad Winkel wieder versuchen zu erreichen. Immer so, wie es gerade geht. Ihr seht es auch an dem Geländer. Wenn Geländer da ist, dann seid ihr auf der richtigen Spur. Dann habt ihr diese Steinkante. Sobald das Geländer nicht mehr da ist, dann wisst ihr, wir bewegen uns schon wieder in dem Bereich, wo wir nicht diese Steinkante haben. Und diese Steinkante wollen wir eigentlich haben, weil die halt so schön aussieht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es zu einem Problem führt. Und zwar, da wo Wasser ist, funktioniert diese Steinkante nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Kante. Wir sind auch hier etwas zu hoch. Wir sind abgehoben wortwörtlich. Das heißt, das müssen wir nochmal beheben, indem wir hier rangehen. Das einmal beseitigen und auch da nochmal die Höhenlinie nochmal nachziehen hier. Dadurch haben wir auch hier die Höhenlinie und die können wir jetzt hier quasi als Kante nutzen und hier lang ziehen. Und auf der Seite nutzen wir die jetzt hier, flachen das schön ab. Haben aber jetzt hier diese Kante, genau die wir brauchen, um den Weg hier weiterzuführen. So, diese Kante hier weiterzuführen. Das heißt, wir können rein theoretisch auch den Bereich hier einmal kurz wegnehmen und ziehen diese Kante wieder. So, und jetzt hoffen wir doch mal, dass wir da oben dran her können, ohne dass wir mit dem Wasser in Berührung kommen, weil das Wasser wiederum uns Probleme macht. Wir können nämlich keine Straße im Wasser bauen. Ja, und das ist aktuell der, ja, da sind wir. Das ist aktuell der einzige Weg, wie wir einigermaßen an Wasser entlang bauen können. Und da fällt er. Mal kurz hoffen, dass wir 180 Grad Winkel uns ein bisschen hochziehen können. Und jetzt werden wir wahrscheinlich hier Probleme mit dem Wasser bekommen. Das heißt, wir setzen da mal den Ankerpunkt und probieren, so gut es geht, hier eine um die Ecke zu kommen. Das heißt, wir nehmen mal den mal raus. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Freiheit wieder. Markieren hier mal und wollen eigentlich so hier um die Kurve. Sehr schön. Mal kurz einmal gucken, wie das hier ausschaut. Wir haben hier noch nicht die gesamte Höhe wieder runtergesetzt. Das heißt, hier einmal kurz nachjustieren. Keine Welle drin haben. So eine kleine Welle wäre machbar, aber warum
warum das optische Risiko eingehen, dass das dann nachher nicht so gut aussieht. Deswegen nehmen wir hier aber die Kante. Wir können gleich den Bach noch etwas breiter machen. Auch mit der Hoffnung, dass es natürlich auch ausreicht, dass das Wasser da durchfließt. Aber der Wasserdruck sollte eigentlich groß genug sein, dass wir, dass das gefüllt wird. In dem Maße, wie es halt ausreicht. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite die Hälfte der Stadtmauer fertig und arbeiten es jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Ich wollte es euch diesmal einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Ich werde den nächsten Teil jetzt einfach mal überspringen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Aber dann haben wir auch ein bisschen mehr Fortschritt noch in den Folgen. Und wie ihr seht, mich jetzt nicht die ersten 4, 5 Folgen nur langsam peu à peu diese kleine Stadt hier bauen. Deswegen bis gleich. So, der erste Schritt ist getan. Die Altstadt ist quasi umrandet. Wir haben auch 4 Brücken jetzt, die quasi dann die eine Seite mit der anderen verbindet. Wir haben auf beiden Seiten jetzt quasi so eine Art Kanal bekommen oder gebaut, der auf beiden Seiten halt mit Steinmauern eingekreist ist. Das heißt, ja, unser erster Schritt, hier so eine kleine historische Altstadt reinzusetzen, ist da. Der nächste Schritt ist jetzt, die Straßen im Inneren ordentlich zu unterteilen. Und was passt nicht besser zu einer Altstadt, wenn wir erstmal diese Gassen benutzen? Das sind deutlich kleinere Straßen. Und unser Ziel ist es jetzt, eigentlich maximal 3 Felder, beziehungsweise 2 bis 3 Felder breite Häuser reinzubekommen. Hat den einfachen Grund, dass wenn wir später Reihenhäuser benutzen, wir wirklich eine richtig kleine, also nicht so hoch gebaute, aber dicht besiedelte Altstadt simulieren können damit. Und das quasi unser Ziel ist, jetzt in erster Linie hier eine zweite Reihe hinterzusetzen, die dann zu einer Teilung der bisherigen Häuserfronten oder der Häuser führt. Das heißt, wenn wir jetzt hier selber noch hingehen und sagen, hey, ist klar, wir setzen hier nochmal die Straße an und ziehen die hier durch. So, zack, jetzt haben wir sogar eine Zweiteilung auf der Seite. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Das heißt, wir nehmen den nochmal weg. Sagen, alles klar, wir ziehen den jetzt hier noch ein bisschen weiter raus. An der Stelle zum Beispiel. Und hier haben wir eine Stelle, wo wir ganz gut ansetzen können. So, jetzt haben wir da mal eine 4er auf der Seite. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt mal eben kurz mit der Straße hier hin und block die. Ziehe die wieder weg. Jetzt habe ich hier 3er, 3er, 2er. Das ist genau die Unterteilung, die ich haben möchte. Also immer diese 2er, 3er Blöcke. Hier habe ich das Problem jetzt aus. Das heißt, hier setzen wir den einmal rein. Jetzt legt er sich, glaube ich, an die Straße an. Wenn ich den wieder raus, habe ich jetzt hier einen 2er Block. Ganz ehrlich bin, möchte ich den ganz gerne anders haben. So, wenn ich die jetzt hier wegnehme, dann habe ich hier einen 4er Block. Das ist auch blöd. Kann ich den so vielleicht umsetzen? Nee, da muss ich hier einsetzen. So. Jetzt habe ich die leise Hoffnung. Jetzt liegt er aber an der Straße an. Das heißt, das müssen wir auch wieder kurieren, indem wir jetzt das hier so machen. So machen. Warum hat er sich mit diesem Häuserblock gerade an die Straße und nicht an die Straße angelehnt? Das liegt daran, dass wir erst diese Straße gezogen haben und dann diese Straße. Wenn wir uns recht erinnern. Wir hatten nämlich erst die Straße hier gezogen, dann diese, dann aber die wieder gelöscht gehabt. Also war das die Straße, die am jüngsten, am ältesten oder älter war. Das heißt, die Häuserblöcke lehnen sich immer an die ältere Straße an. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, hier möchte ich jetzt eine Unterteilung haben. Das heißt, auch hier möchte ich quasi, setzen wir mal hier an, damit das nicht zu schräg aussieht. So, jetzt lehnen die sich nicht an der Straße, doch an der Straße an. Wenn ich jetzt aber hierher ziehe und sage, okay, ich möchte aber ganz gerne, dass wir auch hier Häuserblöcke haben. Ich glaube, wenn ich gleich eine passende Stelle finde, erkläre ich es euch nochmal. Mit der Straße, die als erstes da ist, da lehnen sich dann die Häuserblöcke mit an. Wenn sie eine andere Möglichkeit suchen. So. Suchen den jetzt hier durchzuziehen und können dann hier zum Beispiel auch an die Kreuzung anlehnen.
können wir ein bisschen probieren, das hier ein bisschen zurückzunehmen. Und uns da frühzeitig drum zu kümmern, dass wir vom Winkel her die Kreuzung treffen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier das Problem, dass das natürlich ein langes Stück ist. Das wollen wir nicht. Das können wir gleich mal unterteilen, indem wir jetzt hier sagen, okay, jetzt mal hier an. Jetzt rutscht es an die untere Straße. Liegt nämlich damit zusammen, dass die untere Straße erst gebaut wurde, bevor die gebaut wurde. Wenn ich das jetzt ändern möchte, dann musste ich hier dran gehen. Jetzt rotiert es an die Straße. Nehme ich den weg und den weg. Jetzt habe ich wieder hier das lange Ölle-Ding. Das will ich nicht. Das heißt, wir nehmen den raus. Fern den wieder. Und hier will ich da nicht, dass er so breit ist. Also mache ich das so. Und so. Jetzt habe ich hier Viererende. Das will ich aber auch nicht. Ja, das wird jetzt nichts gebracht haben. Das heißt, hier werden wir mal probieren, etwas zu ändern. Aber das kriegen wir so einfach nicht hin. Das heißt, ich müsste eher, glaube ich, hier den rausnehmen. Da habe ich aber da das lange Ding dran. Das will ich aber auch nicht. Das heißt, wir sitzen hier wieder an. Ja. Entfernen ihn wieder. Und müssen hier mit dem Vierer leben. Da werden wir nachher gucken, ob wir das damit am besten anstellen können. So, dann haben wir auch hier wieder die Möglichkeit anzusetzen. Hier eine zweite Reihe rauszubasteln. Die wir dann da wieder anschließen können. Dann haben wir auch hier die Möglichkeit, eine Straße reinzuziehen. Ah, es war nicht optimal. Eine sehr grobe Unterteilung dadurch. Gehen wir vielleicht besser hin, indem ich das anders anstelle. Die Straße diesmal etwas schiefer lege. Und so mache. Sieht nicht optimal aus, aber sieht später gut aus. Also sieht jetzt nicht optimal aus, aber später sieht das gut aus. So, gleiches gilt hier. Die können wir so anlegen. Hier, die unterteilen sich nicht, um das zu brechen. Wenn ich die jetzt unterbreche, dann legen die sich erst an diese Straße an, weil die ist jünger. Die ist als erstes gebaut worden. Das heißt, wenn ich jetzt die Straße mache, so, dann legt er jetzt sich jetzt hier im langen Ende da dran an. Sollte er sich zumindest. Ja, hier. Zack. Das möchte ich aber nicht. Das heißt, wir setzen auch hier den mal dran. Hat er das jetzt richtig, oder? Klar, Moment. So. Jetzt hat er das richtig. Liegt ja da, da und da dran. Besser. Viel, viel besser. Wo können wir denn hier? Da könnten wir eine Unterteilung setzen. Müssen wir den mal wieder frei machen hier. So. Dann könnte man hier noch eine Straße reinziehen. Ja, das war leider zu knapp. Wollen wir nicht. Wollen uns da ja keine Gebiete klauen. Das sieht besser aus, auch wenn die Straße ein bisschen unförmig ist dadurch. Das können wir aber wieder besser hinkriegen. 180 Grad Winkel. Ja, an die Straße angesetzt. Sehr schön. Na, wie gesagt, wir wollen hier eine Art Altstadt haben, die so als historisches Zentrum dieser Kleinstadt hier dienen kann. Ist halt am Anfang ein bisschen Gefrippel, aber so bekommt ihr vielleicht auch ein Gefühl davon, wie ihr solche kleinen Städte zusammenschustern könnt. So, und wir wollen später hier noch ein paar Parks in der Mitte haben eigentlich. Das heißt, wir können jetzt am Anfang noch nicht final bauen, weil uns halt die passenden Gebäude noch fehlen. Wir können auch nicht alles am Anfang basteln. Das heißt, für uns selber gilt es jetzt, wir wollen hier eigentlich jetzt eine Art ein paar Straßen durchziehen. So in der Art. So. Und so. Auch wenn die natürlich sehr spitz zuläuft und hier vorne einigermaßen viel Luft hat, unterteilen wir die aber die auch ganz gut. Das heißt, hier haben wir jetzt aber die... Ah, wie will ich das denn machen? Ich will dich weghaben. So rum. Wo ist besser? Bei Dreiteilung. Sehr schön. Gleiches gilt hier. Den wollen wir nicht da dran gebeppt haben. Das heißt, du fliegst hier raus. Hast da eine Teilung. Wir wollen hier eine Teilung haben.
Weil das Gebäude hier, das liegt jetzt hier an der Straße an. Wenn wir das jetzt aber so aufteilen, dann rotiert das jetzt an die Straße, weil die jünger ist, nicht an die obere. Wenn wir das jetzt ändern wollen, dann müssen wir die einmal aufteilen. So, und jetzt zerteilt sich das einmal alles. Jetzt haben wir hier Dreier, Zweier, Dreier, Zweier Block. Sehr schön, genau das wollten wir haben. Genauso soll das aussehen. Jetzt können wir hier nochmal durchgehen. Da werden wir auch Zweier, Dreier Blöcke kriegen. Teilweise Vierer Blöcke. Die wollen wir gleich wieder auflösen. So, und das gleiche gilt dann hier. Und da können wir noch ein bisschen vorsetzen. So. Dann können wir den hier ranziehen, bis nach da. Den hier ranziehen, der sich dann da so ansetzt. Wobei das, glaube ich, recht nicht wirklich passt. Jetzt werde ich den jetzt hier öffnen einmal. Die einmal alle an die Seitenstraßen gehen. Der sehr lang hier, das wollen wir nicht. Das heißt, wir blocken den so einmal weg. Haben wir hier Zweier, da habe ich Dreier, da habe ich ein bisschen was an Vierer. Möchte ich eigentlich auch nicht haben, wobei es, glaube ich, sehr schwer wird, das zu ändern. Wobei wir hier ein bisschen hantieren können. Dadurch hier so einen Vierer-Block in der Mitte haben und so weiter, was einfach kraftbar ist für uns. Und auch hier können wir jetzt eine separate Straße noch reinziehen, das so ein bisschen weiter aufteilen. Könnten jetzt sogar hier hingehen und sagen, hey, weißt du was, den Block will ich umgesetzt haben, den will ich umgesetzt haben, der soll nämlich hier dran gedingst werden. So, jetzt habe ich hier nämlich nochmal eine Zweierkette. Sehr gut. Und den hier können wir auch nochmal abblocken, indem man sich daran hängt. So. Perfekt. Wir haben alles aufgeteilt. So wie wir es haben wollen. Später kommen noch ein paar Parkanlagen rein. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viele Häuserketten hier drin, die wir genau aufteilen wollten. Hier sehe ich gerade noch ein Stück, das wir nochmal aufteilen können. Nach unten, oben und so weiter. Da, das sieht besser aus. Der liegt jetzt, glaube ich, an dem an. Das heißt, wir könnten probieren, den auch nochmal so aufzuteilen. Nicht ganz ohne. Haben wir hier wieder so einen Block. So sieht es schon viel besser aus. Ja, so sieht doch top aus. Haben wir das richtig schön zerteilt. So, perfekt. Sehr schön. Damit heißt, unsere Altstadt ist fertig. Die werden wir jetzt am Anfang noch nicht bebauen können, aus dem einfachen Grund, weil uns die passenden Gebäude fehlen. Wir können nämlich am Anfang erstmal nur die ganz normalen Wohnsiedlungen machen. Und diese Wohnsiedlungen wollen wir jetzt hier quasi in so Art moderneren Wohnblöcken drumherum haben. Das heißt, das wird dann in der nächsten Folge passieren. Wahrscheinlich werde ich das gleich zu Ende bauen. In der nächsten Folge ist dann diese kleine Bauphase am Anfang vorbei. Dann können wir in der nächsten Folge auch direkt loslegen können mit dem eigentlichen Spiel. Das heißt, danke erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, die ersten Folgen werden ein bisschen mehr Gebaue und so weiter, ein bisschen mehr Geplane. Aber es soll auch ein Schönbauprojekt sein und kein schnell, schnell, schnell alles fertig bauen, sondern Schritt für Schritt, peu à peu. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Euch allen. Danke, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.